Sag, du bist's. Bin hier drüben. Wow, wie warst du denn so schnell? Hier drüben, Caillou. Warte, warst du nicht gerade? Nö. Wir sind doch Zwillinge. Hey, Jeffrey, Jason, wollen wir Streiche spielen? Den Spiegel an. Okay. Du bist's, Caillou. Danke, Jeffrey. Guck mal, Mama. Oh. Warte mal eine Sekunde. Ist ein Fenster. Das war clever, Jungs. Papa, kannst du auf Jasons Rucksack aufpassen, während wir auf Klo sind? Na klar. Danke, dass du auf ihn aufgepasst hast. Das war schnell. Kein Problem, Jason. Danke, dass du auf ihn aufgepasst hast. Kann ich ihn zurückhaben? Jason? Ich habe ihn dir doch gerade gegeben. Nein, wir waren doch weg. Oh nein, es tut mir leid, Jason. Ich habe ihn wem anders gegeben. Da, ich glaube... Oh, na klar, Jeffrey. Guter Streich. Kennst du schon meinen Freund? Ich bin Jason. Jason? Genau. Willst du einen Zaubertrick sehen, Rosi? Jason! Tada! Jason? Jason! Alles gut, Rosi. Zwillinge, schau! Die sehen nur gleich aus. Ich bin Jeffrey. Jasons. Brumm. Kapitän Rosi, sollen wir höher fliegen, näher zu den Sternen? Ha ha ha!
Sollen wir höher? Kapitän Rosi, kannst du mich hören? Komm schon, Rosi. Du wolltest mit mir fliegen und mein Co-Pilot sein. Angst. Vorm Fliegen? Oh, das wird gut, Rosi. Das wird gar nicht schlimm. Miss Rosi, wir sind dann soweit. Wird schon, Rosi. Schon okay. Ich komm mit dir. Darf ich? Das ist eine gute Idee. Hüpf hier herauf, Miss Rosi. Dr. Josef ist gleich hier. Als ich hier war, hatte ich auch Angst, du. Ich hatte sogar Angst vor der Maske vom Zahnarzt. Aber viele tragen Masken. Genauso. Cowboys, Feuerwehrleute und Zahnärzte tragen Masken. Rosi will auch. Hier kommt sie, Captain Rosi. Piloten tragen auch Masken, damit sie mit ihren Co-Piloten reden können. Hören Sie mich, Captain Rosi? Guck, Masken helfen bei der Arbeit. Aber... Geist! Sorry, Rosi. Ich wollte nicht lachen. Das sieht recht gruselig aus, ist aber nur ein Kittel. Eine Zahnarztuniform. Du hast hier sehr schöne Zähne, Miss Rosi. Ich denke, wenn... Alles gut, Caillou? Doch nicht gruselig. Aber weißt du auch, was das Beste am Zahnarzt ist? Was? Zahnärzte lassen deine Zähne scheinen. Schein. Wie Sterne. Na hallo, Rosi. Ich glaube, es hilft, wenn Sie sie Captain Rosi nennen. Guter Tipp. Nun, Captain Rosi, bereit zum Abheben? Ja! Scheinen! Schon, Caillou. Brokkoli ist gut für dich. Ich will kein Brokkoli. Wenn du dein Gemüse nicht isst, Caillou, dann bekommst du auch kein Eis. Eiscreme!
Schluss jetzt, Caillou. Auf dein Zimmer. Kein Nachtisch. Hausarrest. Nein! Caillou? Sonic! Brokkoli ist eklig, Teddy. Ich hasse ihn. Ich will ihn absolut nie wieder essen. Hm? Oh, hallo. Hallo. Kann Caillou rauskommen zum Spielen? Leider nein, Leo. Caillou darf heute nicht nach draußen. Er war sehr frech und hat jetzt Hausarrest. Oh. Caillou. Sonic. Okay, dann sehen wir ihn ein andermal. Leo, Clementine, wartet, ich komm gleich. Nein, Caillou, du bekommst Ärger. In dein Zimmer. Caillou! Caillou? Was machst du denn da? Caillou, ich spreche mit dir. Was glaubst du, was du da machst? Ich will meine Freunde sehen. Hausarrest, Caillou. Du warst vorhin wirklich viel zu frech. Ich weiß, aber... Kein Aber, Caillou. Du solltest dich nicht einfach so hinausschleichen. Was, wenn du dich noch verletzt oder sogar ohne uns verloren gehst? Ich... Tut mir leid, ich darf heute nicht raus, weil ich vorhin zu umgezogen war. Okay, Caillou. Wir sehen dich ein andermal. Tut mir leid. Ich wollte nicht so zornig sein. Tut mir leid, dass ich dir Angst gemacht habe. Caillou, zornig. Schon okay, Caillou. Danke für deine Entschuldigung. Ich gehe dann in mein Zimmer. Kann ich erst mein Eis haben? Klar. Ah. Wenn dein Brokkoli gegessen ist. Und bevor er zu uns nach Hause kommt, muss ich noch Geralds Essen und Lieblingsspielzeuge einpacken. Oh, und sein Ball. Tschüss, Caillou. Grüß bitte Geralt von mir. Guten Morgen, Geralt.
Freust du dich darauf, heute mit zu mir zu kommen? Du wirst einen ganz tollen Platz neben meinem Bett haben. Da ist es schön und warm und wir können ganz viel spielen und... Gerald? Schläfst du etwa noch, mein Freund? Jetzt ist Schulzeit. Gerald? Du musst jetzt rauskommen. Oh nein! Gerald ist weg! Gerald? Gerald! Gerald, komm raus! Guten Morgen, Klasse. Machen wir uns alle bereit für den... Oh, Caillou! Was stellst du denn da drüben an? Gerald ist weg! Warum setzt du dich nicht, Caillou? Dann erklär ich's. Also, Klasse, wie ihr bereits selbst schon gesehen habt, ist Gerald nicht mehr hier. Wo ist er? Gerald war ein sehr glücklicher Hamster, aber er war auch schon ziemlich alt und ist leider letzte Nacht auf einmal im Schlaf gestorben. Tot? Ja, er hatte ein langes Leben und mochte euch alle wirklich sehr. Nun, ich wollte ihn heute mitnehmen. Macht nichts, Caillou. Du nimmst ihn mit, wenn er zurück ist. Nun, Leo, tut mir leid, doch Gerald kommt nicht mehr zurück. Jemand, der stirbt, kommt nicht wieder. Das heißt, wir werden Gerald nicht wiedersehen. Das mit Gerald tut mir leid, Caillou. Er hatte ein tolles Leben. Ich weiß, aber ich werde ihn vermissen. Kein Hunger, Caillou? Magst du denn vielleicht Eiscreme? Eiscreme? Nein, danke. Kann ich bitte aufstehen? Na klar. Darf ich reinkommen? Das mit Gerald tut mir leid, Caillou. Ich weiß, er war dein Freund. Aber weißt du, was ich noch weiß? Du warst auch sein Freund. Du hast ihn sehr glücklich gemacht. Und keiner von euch beiden wird das je vergessen. Aber ich werde ihn nie wiedersehen können, oder? Ich weiß. Aber du wirst dich immer an ihn erinnern. Und solche schönen Erinnerungen bleiben ewig bei dir. Ich glaube, Gilbert möchte gerne mit dir spielen. Danke, Gilbert. Heute, Klasse, könnt ihr alles malen, was ihr wollt. Aber es muss etwas sein, das euch wirklich glücklich macht. Ich möchte gerne Gerald malen, weil er war mein Freund. Er ist nicht mehr da und leider kann ich ihn nicht mehr sehen. Das hier ist meine Lieblingserinnerung. Mein Papa sagt, Erinnerungen halten ewig. Jetzt kann ich mir immer das Bild ansehen, mich an Gerald erinnern und bin glücklich. Leb wohl, Gerald. Wow! Ah, ah. Opa, guck, die Feuerwehr!
Steig ein, Caillou. Sehr gut, Caillou. Warum probieren wir es nicht richtig aus? Viel zu laut! Oh! Das war super! Puh, gehen wir jetzt mal zu dem Polizeiauto? Sie sind jetzt verhaftet, Herr. Oh nein, Opa! Wo wirst du mich nun hinbringen? Es geht in die Stadt. Dort befrage ich Sie dann. Weißt du was? Ich bin viel zu müde, um jemanden zu verhaften. Steig aus, Caillou. Opa, Opa, was ist das? Das ist ein Müllwagen, Caillou. Ha! Opa, was riecht so? Komm her und sieh dir das an. Wow, was passiert denn, nachdem es zerquetscht ist? Nun, manches landet auf einer Müllkippe und der Rest, wie Papier, Plastik und Metalle, wird recycelt. Das heißt, daraus wird was Neues gemacht und das wird wieder benutzt. Wow, Opa, der Traktor ist so groß. Wow, der ist wohl für einen großen Bauernhof. Dann steig mal ein, Bauer Caillou. Nun, das sieht aus, als hätten wir dieses Jahr eine gute Ernte, Bauer Caillou. Ja, viele Möhren und Kartoffeln und Süßes! Süßes? Wow, das ist wirklich ein ganz besonderer Bauernhof. Nun, jetzt geht es nach Hause, Bauer Caillou. Ha. Hier, nimm du die hier mal mit. Wow, danke, Opa. Mama und Papa werden sich freuen. Sheriff Teddy! Hey!
Sheriff Caillou, wir müssen schnell los. Leo, der Bandit, überfällt einen Zug. Ein Zugüberfall? Nicht auf unserem Land. Wir sind noch nicht fertig, hilft Sheriff Teddy. Ja! Wieso vom Zug stehlen, wenn ich den ganzen Zug haben kann? Das ist zu einfach. Was probiert Leo denn vom Zug zu stehlen? Der Zug ist voll mit... Der Zug ist voll mit Gold. Das macht nichts. Wir stoppen ihn. Ja! Hier, ich klettere auf den Zugwaggon. Ich hol mir Leo. So, so, so. Wenn das nicht der Sheriff ist, hast du auch ein Ticket für den Zug? Hallo. Hoffe, du weißt, wie man den Zug stoppt. Zerstört. Wir müssen den Zug verlassen. Wie? So, wie ich auch rein bin. Weder ich noch sonst einer wird das Gold haben. Und nun Haft! Nein! Brauchst du ein wenig Hilfe, mein Sheriff? Ich komm bald raus, Sheriff. Wirst du sehen. Nun, wenn das stimmt, ich und Hill Sheriff Clementine werden dich wieder stoppen. Und Hill Sheriff Teddy auch. Hey, habt ihr schon Buddeln und Bauen 2 gespielt? Noch nicht. Gibt's ein neues? Worum geht's? Ja, man buddelt Dinosaurierknochen aus. Dann musst du sie zu einem Dinosaurier-Skelett zusammensetzen. Macht echt Spaß. Mama und ich kaufen es nachher von meinem Taschengeld. Freu mich schon so. Wir auch. Vielleicht gehen wir zusammen. Caillou?
Ich kann, glaube ich, nicht. Ich habe leider kein Geld. Nun, beeil dich lieber, Caillou. Sonst ist's ausverkauft. Mama? Papa? Ich brauche Geld für ein Videospiel. Nun, Caillou, du weißt, dass Geld nicht auf Bäumen wächst. Du musst dir dein Geld erst verdienen. Was meinst du denn? Nun, wir geben dir dein Taschengeld für was auch immer du kaufen magst. Im Gegensatz dafür hilfst du bei der Hausarbeit mit ein paar Sachen. So verdienst du Geld. Okay, was soll ich denn machen? Lass mal sehen. Los geht's! Okay, Caillou. Mal sehen, wie viel du die Woche verdient hast. Ist das genug? Ist es? Ja, Caillou. Super. Wir sind stolz auf deine harte Arbeit. Ja! Buddeln und bauen! Auf geht's! Auf geht's! Schnell, Mama! Oder sie sind weg! Schon gut. Schon gut. Hier! Das ist das Letzte! Dann kauf es mal lieber schnell, Caillou. Gleich da drüben, Caillou. Neben den anderen. Danke, dass du mir ein Ford baust, Papa. Das wird das Beste überhaupt. Schon okay, Caillou. Als ich in deinem Alter war, hat mir mein Papa auch ein Ford gebaut. Nun dann.
Werkzeug, Nägel, Werkbank. Ich glaube, wir haben alles. Wo sollen wir es aufbauen, Caillou? Da ist viel Schlamm. Dort sind zu viele Käfer. Dort ist dunkel. Oh! Wie wär's hier? Sehr gute Idee. Hier, Caillou, nimm dieses Ende. Okay, zieh es nun so lange, bis ich Stopp sage. Ja, Sir, Papa, Sir. Und Stopp! Hier, Caillou. Vorsichtig. Heute müssen wir mit allen Sachen vorsichtig sein. Okay, Papa. Alles gut, Caillou. Wir bauen das Fort bestimmt schnell. Das war echt super Teamwork, Caillou. Fort Caillou. Ich lieb es. Danke, Papa. Was ist los, Caillou? Mama, kann ich heute im Fort schlafen? Nicht allein. Doch vielleicht will Papa mit dir draußen campen. Oh, können wir? Bitte! Okay, Caillou. Wir sind jetzt soweit, Caillou. Brauchst du noch irgendwas? Over. Nein, danke, Papa. Over. Alles klar, Caillou. Schlaf gut. Over. Gute Nacht. Das ist der beste Ort der Welt. Warte kurz, Caillou. Ich will nicht, dass du verloren gehst. Wir bleiben alle beieinander. Okay, Mama. Oh, seht, dort ist eine Wurfbude. Lasst uns dort mal hin. Wurfbude?
Vielleicht wisst ihr, warum meine Freunde in der Schule mich immer Folgendes genannt haben. Boris, der Kokosnusszerstörer. Oh. Ups. Oh, jetzt ich. Getroffen. Sehr gut, Caillou. Du kriegst einen Preis. Was möchtest du haben? Bitte haben, Mama. Die ist für dich. Nun, ich glaube nicht, dass ich es auch so gut wie du kann. Das war wirklich professionell. Warte, bis Gilbert das sieht. Hui. Wow, die Zuckerwatte sieht super aus. Soll ich kurz auf dein Spielzeug aufpassen, Caillou? Caillou? Mama? Mama? Oh nein, ich habe sie verloren. Mama! Ich kann gar nicht sehen. Ich brauche eine bessere Sicht. Aha! Noch nicht hoch genug. Oder... Aha! Caillou! 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 Mama! Papa! Oh! Gehen wir zum Riesenrad. Vielleicht sehen wir von dort oben, wo Caillou abgeblieben ist. Ich kann ihn nirgends sehen. Ich kann sie nirgends sehen. Dort, ich sehe ihn. Er geht in das Spiegelkabinett. Mama, Papa. Caillou, bist du hier drin? Mama? Mama! Caillou! Caillou, da bist du ja endlich. Wo warst du nur? Tut mir so leid, Mama. Ich wollte mich nicht verirren. Ich habe die Zuckerwatte gesehen und dann warst du weg. Schon okay, Caillou. Wir haben dich gefunden. Lauf nicht wieder alleine weg, das ist gefährlich. Und wenn du verloren gehst, such nach einem Ansprechpartner wie einen Polizisten, okay? Ich verspreche das niemals wieder zu tun. Na, ich glaube, wir hatten genug Rummelplatz-Aufregung für heute. Wir sollten uns auf den Weg zum Ausgang machen. Weiß irgendjemand, wo der Ausgang ist? Oh, wo gehen wir hin? Ich weiß! Suchen wir einen Polizisten, oder Mama? Tick, du bist Rosi! Der Zweig steckt im Flügel fest.
Wir müssen ihn entfernen. So, das ist besser. Wir werden uns um ihn kümmern, bis er wieder fliegen kann. Machen wir ihm ein Bett, in dem er sich ausruhen kann. So, Vogel, jetzt hast du es bequem, bis es dir besser geht. Flügel gesund. Caillou, wonach suchst du denn? Der Vogel ist hungrig. Ich bringe ihm was zu essen. Du musst vorsichtiger sein, Caillou. Oder du verletzt dich noch selbst. Entschuldige. Oh, Caillou. Vögel essen Würmer, aber keine Gummiwürmer. Wir haben keine echten Würmer hier zu Hause, aber unser Vogel kann die hier haben, Samen. Bitte schön, Vogel. Vielleicht magst du Sonnenblumenkerne. Sieht aus, als geht es Vogel besser. Du hast dich wirklich sehr gut um ihn gekümmert, Caillou. Vogel besser! Vorsicht, Rosi! Der Vogel ist klein und wir müssen sanft sein. Das stimmt, Caillou. Wir müssen mit kleinen Tieren wie dem Vogel hier sehr vorsichtig sein, damit wir ihm nicht wehtun. Nun ist es an der Zeit, für Vögelchen wieder ins Nest zu gehen. Hey, das ist mein Kopf, kein Nest. Du wirst mir fehlen, ganz doll. Viel Glück, Vogel!